Also guten Tag und herzlich willkommen. Ich heiße Leona und für heute werde ich Ihre Stadtführerin. Jetzt erwartet uns die Altstadt- und Judenviertelbesichtigung. Das heißt, wir gehen jetzt durch die Stadt und es wird 2 Stunden dauern. Und Sie sehen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten hier im Altstadtbezirk und dann im Judenviertel. Sie werden sehen, also zum Beispiel Altstädtering, dann Karls-Universität, kubistisches Haus und auch astronomische Uhr und noch dazu dann Judenviertel. Also wenn Sie hier in Prag sind, dann am wichtigsten sind 5 Sehenswürdigkeiten, also Pragerburg, Karlsbrücke, astronomische Uhr, Judenviertel und Wenzelsplatz. Also heute sehen Sie mindestens 2 und wir enden am Ende des Judenviertels. Also ich hoffe, dass Sie zufrieden werden und wenn Sie die Frage haben, dann ich selbstverständlich stehe zur Verfügung. Also seid ihr bereit? Also wir können jetzt beginnen.